Grüß euch zur zweiten Woche der Versorgungslieferung von End of Dragons. Mittlerweile kostet das Paket 2550 Edelsteine und ihr bekommt natürlich auch noch die Items aus der ersten Woche, die ich euch schon vorgestellt habe, und nun auch die Items aus der zweiten Woche. Dabei handelt es sich, wie ihr bereits auf dem Bild sehen könnt, um einen Schwarzlöwengutschein, mit dem ihr euch eine Rucksack- und Gleitschirmkombo auswählen könnt. Die Expeditionstafel zu End of Dragons, diese gab es letzte Woche bereits im Edelsteinshop direkt zu kaufen, daher habe ich euch sie dort auch schon vorgestellt. Und ihr bekommt noch zwei Heldenverstärker. Das Ganze gucken wir uns nochmal in-game an. Wir öffnen die Versorgungslieferung. Und da haben wir die Gleitschirm-Kombo, den Expeditionsauftrag und die zwei Heldenverstärker. Den Expeditionsauftrag, wie gesagt, habe ich letzte Woche schon freigeschaltet und euch gezeigt. Das zeige ich euch auch gleich nochmal. Beim Gutschein gehen wir mal in die Vorschau. Und hier sehe ich auf den ersten Blick keine neuen. Ihr könnt euch die altbekannten Rucksäcke aussuchen. Flügel der Liebenden, die normalen Flügel. Hier ein Raketenrucksack. Aber auch zum Beispiel, was vielleicht ein bisschen besser zu Kanter passen dürfte, der Diskus, auf dem man dann auch schweben kann. Da steht man drauf. Oder was ich für meine Asura immer gerne nehme, ist dieser kleine Rucksack, der sich dann ausfaltet mit holographischen Schwingen. Die Rucksäcke an sich solltet ihr alle bereits kennen. Heldenverstärker geben uns Erfahrungsboosts und auch noch Verbesserungen in vielen anderen Bereichen. Immer nett zu haben, aber die sammeln sich auch mit der Zeit an. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz den Expeditionsauftrag. Den könnt ihr hier an dieser Tafel auswählen. Einfach auf Expeditionsauftrag End of Dragons. Und dort könnt ihr euch die einzelnen Provinzen aussuchen, aus denen ihr Vorräte haben wollt. Oder auch, was ich bereits ausgewählt habe, dass ihr Fische vom Angeln bekommt. Das wird euch dann geliefert, jeden Tag zum Reset. Bekommt ihr ein neues Paket in euer Inventar und dort sind dann die gewünschten Materialien drin. Wenn ihr es ändern wollt, einfach drauf gehen. Jetzt würde ich zum Beispiel die Materialien aus dem Gebiet Drachenende bekommen. In Ordnung. Wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Nächsten Mal.